Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Heute wird's richtig lecker mit Appenzeller Kräuterbitter im Burger mit Datteln, Nüssen, Parmesan und Hirsch, Patties. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr heute. Viel Spaß! Früher die Kleider vor. Jetzt fangen wir an. Denken alle, hey, ja, wir tropft schon. Ja. Starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Ich habe hier super leckere Datteln. Dann habe ich hier eine Gemüsezwiebel, ein bisschen grob geschnitten. Ein bisschen Salat für die Girls, das ist Rucola. Dann hier die Kastanienbuns, die selbstgemachten. Verlinke ich euch am Schluss rein. Sensationell geworden, super fluffig und super lecker. Dann die Burger Patties werden heute selbst gehackt aus Hirschschnitzel und 20% Rinderfett. Könnt ihr beim Metzger beziehen. Könnt ihr auch für den Fleischwolf nehmen und durchlassen. Bin ich zu faul heute. Wird tartarmäßig gemacht. Dann haben wir hier noch Baumnüsse, eine Handvoll. Dann ein paar Parmesanspäne. Dann habe ich hier den Appenzeller Kräuterbitter. Gibt es in verschiedenen Sorten, in verschiedenen Ländern. Testet euch mal durch. Wird sicher lecker. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Dann geht es gleich los am Seitenbrenner. So, ein bisschen Öl in die Pfanne und die Zwiebeln mal ein bisschen anrösten. So, wenn die Zwiebeln ein bisschen Farbe gezogen haben, geben wir die Nüsse und die Datteln dazu. Schauen, dass die mal ein bisschen auftauen, die sind ein bisschen kalt noch. Und löschen das Ganze mit ein bisschen Appenzeller Alpenbitter ab. Lassen das ein bisschen einreduzieren, nehmen es auf die Seite und fertig. Dann machen wir uns mal ein bisschen Hackfleisch. Ohne den Fleischwolf, einfach alles möglichst fein schneiden. Dann für die Bindung ein bisschen Salz. Und dann mal gut durchkneten. Das sieht schon richtig gut aus. Ich denke, das funktioniert so. Genau, da gibt es einen Ton dafür. So, jetzt geht's ab auf den Grill, die werden gesmashed und dann sind wir schon bald Richtung Ende unterwegs. Dann legen wir die schön hier rein. Und dann werden die mal ein bisschen gedrückt.
Nach gut 2 Minuten drehen wir die schönen Patties mal um. Wir haben gut Farbe gezogen. Nochmal 2 Minuten und dann bauen wir den Burger zusammen. Zwei Minuten sind rum, dann nehmen wir die guten Stücke raus. So, während der Pit die Patties holt, mache ich schon mal das Grünzeug auf die Burgerhälften hier drauf. Boah, riecht das geil. Haben wir hier unsere Masse, die riecht richtig lecker. Geben wir mal einen guten Schuss oben drauf hier. Mit den Datteln und dem Appenzeller pappt das sowieso wie die Seuche. Ja. Da fällt nichts runter. Und riecht wie Fleisch. Also ich dachte vorhin, habe ich da irgendwie Bacon reingetan oder sowas? Ich mach da noch ein bisschen Käse. Ein bisschen Parmesan. So Freunde, habt's gesehen? Sieht lecker aus. Sag ich mal, Prösterchen. Cheers. Zum Wohl. Einer ist Medizin, ne? Die Geschmacksknospen ein bisschen starten und jetzt testen wir das an. Ne? Jetzt geht's ins Ausgemachte. Einmal Pressing. Ja, das geht gut. So, Gute. Prost. Gute süße Note, kräutrig, 42 Kräuter, die Datteln hauen richtig rein. Mhm. Ich finde die Buns geil. Die Buns sind super lecker und passt perfekt zum Hirsch. Ist sicher eine Nummer, aber das muss man mögen, ist relativ süß, aber kann man machen, unbedingt. Testet das an. Sind die Maroni Buns. Genau. Kastanien Buns. Verlinke ich euch am Schluss rein. Absolut lecker, super fluffig. Ja, Freunde, testet das an. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen. 2 weitere Folgen für euch. Bis zum nächsten Mal bei Grün Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! See ya, ja. Geil. Mit einer speziellen Nummer rein.